Guten Abend, Leute. Für mich beginnt jetzt die Reise erstmal nach Berlin mit dem Zug. Göttingen Bahnhof. Ja. In 15 Minuten geht mein Zug nach Potsdam. Da habe ich nochmal eine halbe Stunde Aufenthalt. Dann geht weiter nach Berlin zum Flughafen. Dort treffe ich dann Cornelia, Conny, Aldin und den Tobias. Und dann geht's auf nach Malle. Ja, 6 Tage arbeiten, shooten, wird wieder richtig gut. Jetzt das hat mich gerade alles hier so ein bisschen wieder aus der Bahn gebracht. Die Scheiße ist, geplant war 3.16 Uhr Abfahrt in Göttingen, Potsdam Ankunft 7.06 Uhr. Dann hätte ich 40 Minuten gehabt, um meinen Anschlusszug zu kriegen. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Verspätung, das heißt, ich habe noch knapp 10 Minuten. Wenn alles so bleibt, wie es momentan ist, schaffe ich das noch. Wenn es ein bisschen später wird, dann bin ich am Arsch, auch weil in Potsdam um die Uhrzeit da noch irgendwie Züge zu bekommen, ist auch nicht unbedingt einfach. Jetzt kommt wieder ein Scheißzug. Ach Leute, könnt euch gar nicht vorstellen, das morgens, kaum geschlafen. Ich fahr nie wieder mit der Scheißbahn. Wir sind jetzt im Zug und ein bisschen Licht. Bin im Abteil. Und wäre auch hundertprozentig ins falsche Abteil eingestiegen. Hamburg, man steht ja draußen, steigt einfach ein und setzt sich irgendwo hin, wo Platz ist. Gott sei Dank habe ich nochmal gefragt. Und der meinte, falsch, musst in der Berliner Abteil. Da wäre für mich der Urlaub schon vorbei, hätte ich den Typen nicht getroffen. Weil ich hätte das nicht gewusst, Leute, ohne Scheiß. Hätte ich den Typen von der Bahn nicht getroffen, der hätte mir noch gesagt, dass der Zug sich teilt. Dann fahre ich mal mit der Bahn, ganz ehrlich, und informiere mich, ob sich der Zug irgendwo teilt und ein Teil nach Berlin fährt und ein anderer Teil nach Hamburg fährt. Uiuiui, ja, ich werde jetzt ein bisschen entspannen, ein bisschen Musik hören und ich denke, es sollte noch alles klappen, ja. Ein bisschen spät. Normalerweise bin ich ja derjenige, der immer früher kommt. Heute komme ich mal ein bisschen zu spät. Aber wisst ihr, was cool ist? Dass ich ein Abteil für mich alleine habe, das sind so... Ich glaube, das ist ein alter Zug, keine Ahnung, irgendein Nachtzug. Und dann kann ich mich hier schön hinlegen und erstmal 3 Stunden schlafen. Was mir Gott sei Dank nicht passiert ist, ist jetzt hier jemandem passiert. Ich habe nur jemanden rumschreien gehört. Scheiße, ich dachte, er ist ein Besoffener oder so, und dann bin ich mal kurz hoch, hab geguckt. Der Gute wollte nach Hamburg, ich muss ein bisschen lachen, und jetzt fährt er nach Berlin, weil der Scheißzug sich irgendwann mittendrin teilt. Wer soll das denn auch wissen? Woher? Ich habe jetzt mein Ticket gebucht, beziehungsweise das wurde mir gebucht, und dann steige ich einfach in den Zug ein und informiere mich nicht noch vorher, ob der Zug sich mittendrin irgendwo teilt und die Hälfte nach Hamburg fährt und die andere Hälfte nach Berlin. Ja, und er hatte, glaube ich, heute irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Vorstellungsgespräch oder seinen ersten Arbeitstag, aber am Freitag seinen ersten Arbeitstag. Auch ein bisschen komisch. Ja, auf jeden Fall muss der Arme jetzt nach Berlin und von Berlin aus dann irgendwie wieder nach Hamburg. Nur weil der Scheißzug sich irgendwann teilt. Jetzt habe ich gerade mal überlegt, ob ich alles dabei habe, und mir ist aufgefallen, dass ich da was vergessen habe. Ich habe ja auf Gran Canaria habe ich auch schon meine Sonnenbrille zu Hause gelassen. Diesmal habe ich mir 3 Sonnenbrillen hingelegt und habe sie wieder liegen lassen. Ich dachte mir so, ganz am Ende packst du die ein, damit sie nicht kaputt gehen, irgendwo oben drauf. Bin einfach raus und habe die Scheißbrillen da liegen gelassen. Ich habe Gott sei Dank noch eine in meiner Tasche, in meiner Sporttasche. Die ist da schon seit ein paar Tagen drin. Aber es ist nichts für jeden Tag so. Ich kann euch mal zeigen. Ach, sowas hier. Ja. Das ist aus Holz. Denke ich doch, ja. Keine Ahnung. So sieht die aus. Na, besser als nichts, ne? Finally, ich hab's geschafft. Ich bin am Flughafen angekommen. Mit ein bisschen Trouble, aber hat doch noch geklappt, ja. Da sind wir ja schon wieder
an dem richtigen Stand. Ja. Einfach schon einen kurzen, oder? Jägermeister hier. Was sagst du? Ich hab auf jeden Fall richtig übel Angst. Und ich brauche auf jeden Fall einen kurzen. Ja, so. Ich nehme ein Mini in den Kuchen. Etwas größer. So. Kann ja was werden. Wenn es jetzt schon anfängt, das wird schon mehr eine tolle Reise. Da war unser Freund dabei, Wein. Wein ist dabei? Ja, Wein ist dabei. Oh mein Gott, ey, müsst ihr kennenlernen, kennt ihr wahrscheinlich schon. Bester Freund überhaupt im Urlaub, Wein. Aber Wein ist schon cool und der hat auch einen Freund. Weinschorle ist auch nicht so schlecht. Weinschorle ist auch geil. Ja. Ich freue mich. Hier gibt es erstmal einen kurzen für die Gefäßerweiterung, damit wir auch schön, schöne die Adern am Rauspoppen sind. Und natürlich gegen Flugangst. Hat man schlau gemacht, ne? Cola, Twix, Master zu, Cola, Twix, Master zu. Ja, ja. Sandwiches. Ich habe das auch zum ersten Mal gerade gesehen, ja. Das gesunde, weiß nicht, Schulbrötchen. Ja, sowas morgens als Frühstücksbox für die Schule. Super. Nicht schlecht. Ja, Leute, Alkohol haben wir natürlich stehen gelassen. Das war nur Spaß. Obwohl, wir fliegen ja nach Mallorca und da sollte man normalerweise vorsaufen. Ist zu früh. Vielleicht gibt es heute Abend ein Gläschen Wein. Das heißt, vielleicht gibt es auf jeden Fall. Okay, 15. Das ist meine Droge. Nasenspray. Junkie bin ich. Ich kann alles riechen. Ich bin unbesiegbar. Ich bin wahrscheinlich ziemlich down, bis ich das Spray wieder benutze. Wo ist der Rest? Aldi. An die Kasse. Bernie. Ui. Hier haben wir nochmal so einen kleinen Buchladen. Ich glaube, hier haben wir nochmal ein Buch, damit ich ein bisschen was lesen kann. Ja. Als ob. Kommt ja noch klar, ich habe mir noch kein Buch. Ihr Buch gekauft? Als ob. Als ob. Leute, ich krieg ein Bier, das machst du auch. Du kannst ja, guck mal. Ich weiß nicht, ob es wegen Luftdruck ist oder so. Also, das lass ich mir aber jetzt nicht gefallen. Das war ernst. Kannst du mal wieder halten. Ihr braucht doch gar nicht lachen. Das ist überhaupt nicht witzig. Das ist wieder witzig, ja? Bernhard entertained. Ich komme hier nicht raus. Oh, danke. Das gute Bier, das müssen wir natürlich ja einsammeln. Er sagt, also Leute, ich bin nicht zum Glück, Bier zu trinken, ist deswegen ein Luftdruck, habe ich mir schon fast gedacht. Aber was machen wir da jetzt? Wir beginnen ein Video jetzt. Die Spannung steigt. Oh. Come on, are you kidding me? Is that a warm beer? No, it's not warm. It's also a cold beer. Oh. Scheiße. Experience. Ah, okay. Er sagt, er hat Erfahrung. Thank you very much. So, gelandet auf Malle. Wir erwartet Regen. Wollen Sie mit auf die Kamera? Ja, super. Hallo. Und hier auch nochmal hallo. So. Ja. So, die kläre ich heute Abend, die Damen. Da gehe ich heute Abend nochmal vorbei. Schon mal der erste Frischfleisch hier auf Malle. Schaut mal, hier haben wir schon die ersten. Hallo ihr Lieben. Yes. Was geht ab? Party-Mode. Krass.
Was ist das, Mari? Gut schaut ihr aus. Ist das ein Fukuhila, ja, ne? Nee, das ist kein Fukuhila. Sondern? Was ist denn das? Naturhaare? Natur, ja. Ihr seht alle gleich aus. Nein. Die kenne ich nicht. Wo kommt ihr denn her? Das ist dein Kumpels, Bernie. Ja, das sind meine Freunde, meine neuen Freunde. Du bist ganz besonders hübsch. Wer bist du denn? Ich bin der Thies. Du bist der Thies. Aber ganz ehrlich, ich finde das echt cool, was ihr hier macht, was ihr anhabt. Ich feiere das auf jeden Fall. Tobias Hane. Tobias. Das ist der Matthias Hane. Das ist der, guck mal hier. Das ist der Matthias Hane, sagt er. Nicht ganz. Das ist der Tobias Hane. Alter, klein, Mann. Gib mir noch mal eine Perücke. So. Guck mal, er hat Gänsehaut. Guck mal, wie süß. Oje, jetzt umarm den mal, Junge. Was ist los bei dir? Nimm den mal. Nein, ich mach das. Tobi, Arm rum jetzt, der Junge. Der, der wird ganz voll. Nee, mach mal, Tobi. Genau. Baby, warte, du musst das noch anspannen hier. Das ist jetzt warte. Was ist das denn da? Die ersten schon getroffen. Mit denen gehe ich heute Abend saufen, mit den Mädels gehe ich dann später noch an woanders hin. Ja. Das ist Tobias neues Fahrzeug. Was hast du da bezahlt für 60.000? Wie viel war Hane 10? Wie viel war Hane 10? Ja, dann war günstig, du. So. Schauen wir uns von innen. Das ist ja eine neue Ausführung auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt zu fünft und da brauchen wir ein größeres Auto. Das ist der neue VW. Es regnet zwar, aber wir gehen trotzdem bestimmt mal in den Pool. Das ist unser Zuhause für die nächste Woche. Sieht schon nice aus, ne? Oh, hier sitzen wir dann heute Abend noch. Schön was essen. Schick, 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 schick. Das. Okay. Oh, hier freut sich der Tobi und ich glaube, wir freuen uns alle über die Küche, ja. So, hier wird der Bernie sich dann schön Pizza in den Ofen schieben. Ja, hier geht's weiter. So, oha, oha, oha. Wow. Alter, wird ja immer größer. Ja, das wird immer größer. Nicht schlecht. Alter, das ist das Badezimmer, das ist eine Sauna hier oder das ist, ja, so nur ein Zimmer, ja. So. Los, Cornelia, du bist die Frau, du darfst dir als erstes was sichern. Du kannst dir alles angucken und darfst dir als erstes was sichern. Wow. Ja. Ich bin, So. Das ist so. Ich hab mir was gesichert, jawohl. Machen wir Licht an. So, das ist mein Zimmer. Ganz schlicht, ganz gemütlich. Ganz reicht, alles gut. So. Oh, das reicht, das reicht, das reicht. Perfekt. So, schauen wir mal, wo es hier nach draußen geht. Ja, schöne Natur. Das gefällt mir doch. So Leute, wir sind jetzt hier in so einem riesigen Supermarkt. Hier gibt's alles. Ich schwenk mal kurz rum. Das ist nur ein kleiner Teil hier. Also gibt es wirklich alles. Das Ding ist riesig groß. Ja, ich habe mir eigentlich wenig gesunde Sachen gekauft. Bis auf die Bananen, so ein bisschen Hähnchen, Reis, Nudeln. Sonst eigentlich nur Pizza, Eis, Energy, Wasser, Wurst, Brot, ja, Muffin, Donuts, Gummibärchen und sowas. Ja, das ist so mein Essen jetzt hier die nächsten Tage. Heißt nicht, weil ich das kaufe, dass ich das nur esse, aber hier gönne ich mir mal wieder. Als ob ich mir sonst nicht gönne, Leute, ne? Fühlt euch auch gerade auch ein bisschen verarscht, denkt ihr euch, ne? Ja. Schnelle Runde, mein Einkauf. Pizza, Hähnchen, Wurst, 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 Hähnchen, Wurst, Wurst, Käse. Genau, hier nochmal alles. Wurst, Käse, Käse, Süßkram, Muffin, Cookies, Donuts, Gummibärchen. Dann geht's hier aber auch nochmal weiter. Das wird auch noch hier. Ja, TK-Gemüse, Eis und nochmal zwei Pizzen.
Dann geht's hier hinten nochmal weiter. Ja, Monster. Ich habe meine Nachdosen nicht dabei. Reis, Brot, Thunfisch und ja, Coke Zero. Also wie immer, nichts Wildes, viele ungesunde Sachen dabei, aber das passt schon.